Was ich noch tun will, ist, ich will diese Kreaturen, diesen Moblin da fotografieren. Ja, mach das. Und jetzt interessiert mich gleich mal, was das Handbuch dazu zu sagen hat. Ihr könnt's lesen. Okay. Das Lustige ist, wir können halt auch diese Gegner suchen. Und diese Moblins sind gar nicht mal so stark, wie sie aussehen. Die sind eigentlich ziemlich schwach. Das werdet ihr auch gleich merken. Na, 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 na. So. So. Leider kann man nirgends rausfinden, wie viel Leben die haben. Ich glaube, ursprünglich konnte das. Wie heißt das? Ursprünglich konnten das die Dinger. Der Schickerstein. Kann er irgendwie nicht mehr. Ich werde auch offscreen alle Items, die wir haben, mal hinlegen und fotografieren. Damit wir die alle haben. Ich werde nicht alles in-game. Ja. In der Aufnahme machen. So, Hathenoturm. Yay. Das erinnert mich irgendwie an diese eine Szene aus Rhyme mit den Stacheln. Jetzt haben wir nur ein anderes Problem. Wie komme ich denn da hoch? Och nee, brauche ich da mehr Ausdauer für? So, ich versuch's mal. Ja, es kann gut sein, dass wir. Da müssen wir in Schreine gehen. Ich hasse es. Ich will aber meine Ausdauer nicht erweitern. Ich will Herzen erweitern. Oder? Nein. Nintendo, warum? Aua. Jetzt töten sie mich noch fast. Wo bin ich? Okay. Vielleicht muss ich auch einfach nur einen anderen Weg suchen. Ich gucke mich mal ein wenig um hier. Oh, das sieht vielversprechender aus. Okay. Es erinnert mich auch ein bisschen an diesen einen Schrein, wo wir schon waren, da beim Stall der Zwillingsberge. Wo wir ja auch die Stacheln drumherum hatten. Ja, komm, da kann ich jetzt ziemlich safe hier lang. Gut, jetzt ist die Frage. Wohin als nächstes? Hier hoch und seitwärts? Ja, ne? So. Oh nein, ich glaube, das war eine schreckliche Idee. Oder? Ne? Könnte hinhauen. Übrigens, die Musik, die ihr im Hintergrund hört, die müsste ein Remix aus der. Was heißt ein Remix? Eine stark abgewandelte Version der dunklen Welt. Ne, des goldenen Landes vielmehr aus A Link to the Past sein. Ich musste auch genau hinhören und mir ist es offen selber nicht aufgefallen, aber. Haut hin, haut hin. Oh nee. Oh, Glück gehabt. Okay, den Fehler mache ich nicht nochmal. Irgendwie ist der Turm höher als die anderen. Könnte aber auch nur Einbildung sein, ich weiß es nicht. Oder? Ah, doch, er könnte schon höher sein. Und kommt zur Seite. Sehr schön, wird er ein wenig höher. Warte, wie geht's hier? Nein! Nein! Lol, aber vielleicht war genau das der Weg. Also jetzt vielleicht nicht direkt hierhin, aber sowas in der Art. Oh. Es gibt mir eine komplett neue Perspektive. So, hier hoch mussten wir ja. Ah, genau. So. Kann ich da oben auch rum? Irgendwo?
Da schräg rechts oben drüber, so. Ah. Okay, das könnte es sein. Hier jetzt weiter nach oben. Und dann da rechts. Das ist mal ein schönes Kletterrätsel, da muss man es wenigstens denken. Ist zwar nicht spannend zum Zusehen, gebe ich zu. Aber zum Spielen wenigstens. So, jetzt ist halt die Frage. Da drüben ist nochmal eine Plattform, die wir wahrscheinlich erklimmen müssen. Ja. Alright. Damit sollten wir es dann auch so ziemlich haben. Ich bin mal ein bisschen wagemutig und ja, ich werde nicht dafür bestraft. Sehr schön. So, dann kletterst du jetzt bitte noch hier hoch. Wow, das war echt ein großer Turm. Was war ein großer Turm? Ja, ich habe aber schon von einem Turm gehört, der Stacheln hat. Dann war das wohl der hier. Es sei denn, die haben noch einen gemacht irgendwo, aber. Nun. Den müssen wir nie wieder hochklettern, sagt er und sprang hier runter. So. Jetzt aktiviere ich den aber erstmal, bevor ich hier echt noch irgendeinen Blödsinn mache. Schicke Stein erkannt. Schicker Turm wird aktiviert. Wurde er jetzt auch von Stacheln befreit? Sah so aus. Datenübertragung beginnt. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Die schauen wir uns jetzt erstmal noch genau an. Also, Ranel-Spitze. Ranel gab es auch schon in mehreren Zeldas. Das ist jetzt nichts Neues. Haha. Ah, den Kreisverkehr, den haben wir, glaube ich, schon irgendwo gesehen, ne? Ach, hier sind wir also. Wenn das der Kreisverkehr ist und. Wow. Wow, hier gibt's viel. Also einmal die HD. Von Kera-Ebene, die. Ist, glaube ich, noch im alten Gebiet, Hateno-Festung. Eichsee müsste jetzt dazugekommen sein. Kann man hier irgendwo noch die alten Grenzen sehen? Ich glaube, das Pitta-Hochland müsste dazugekommen sein. Quarter-Hochland. Fullblut-Ebene. Fullblut. Vollblut? Irgendwas mit Blut. Pitta-Hochland habe ich schon erwähnt. Ranel-Plateau. Trotterplateau, Ranell-Klippen. Erstmal Kippen gelesen. Farmblut, Fullblut und Halblut. Das ist doch wieder eine Anspielung, kannst mir nicht erzählen. Warte mal. Nee. Oder? Farore, Din und Nairu? Nee. Okay. Seligberg, Weihehochebene, See der Läuterung. Neiderer Schneefeld. Rennellgebirge. Madornaberg. Amosia-Küste. Mahagoniberg. Sumachteich. Zellwuchteich. Expawald. Expawald? Habe ich auch schon mal gehört irgendwo. Glümwürmteich. Dormiwald. Kinabiwald. Kampfersee. Kämpfer? Jarasee, Olivesee-Ebene, Weihesee, Weihehochebene ist da drüber, aha. Tannfluss, Narra-Hochebene, Hateno-Festung, da unten waren wir schon. Marbelow-Ebene, Glimwim-Hochland, Glimmteich, Ebenholzberg, Nordbucht, Südbucht, Hateno-Insel, Hateno-Bucht, Hateno-Schrand, Hinterbucht,
Ahornhalbinsel. Einbaumkette. Einbaumkette, aha. Magoniberg. Madonnaberg. Sumachtal. Ich glaube, hier waren wir schon überall. Und wenn ich noch weiter reingehe, dann, ja gut, dann passiert auch nichts Besonderes. Das ist auf jeden Fall eine große Gegend, die wir jetzt hier haben. Und das hier unten scheint nochmal eine zu sein, die dann bis hier hoch geht sogar. Hier Rand der Karte. Das würde ich ja gerne mal erkunden. Zugegeben. Athenostrand. Ach warte, hier irgendwo müssen wir noch auch diesen verrückten Gipfel sehen. Oder diese verrückte Klippe, die ganz weit vorragt. Ist die hier das? Oh. Ebenholz. Schneewittchens Haare waren schwarz wie Ebenholz. Aber was das mit dem gebrochenen Herz zu tun hat. Och, Menno. Ich sehe ansonsten hier aber gerade gar nichts mal so Interessantes. Nun. Fakt ist, wir haben jetzt schon einen sehr großen Teil der Gegend. Habe ich schon mal erwähnt, dass das hier ausschaut wie ein König irgendwie? So, hier ist das Kinn, da die Nase, da die Augenhöhlen und hier dann die Krone. Und hier die Gurgel. Nun, wir werden jetzt erstmal dann Schreine wahrscheinlich machen. Hier hinten die. Und dann irgendwann zu dem aufbrechen, was ihr wählt. Ich kann dir nochmal die Möglichkeiten zeigen. Blödsinn, wir machen erst Zeldas Vermächtnis. Ja. Immer noch. Trotzdem, die Wahl bleibt hier. Schaut unter Folge 14 müsste es sein. Wenn nicht, dann verbessere ich mich hier mit Anmerkungen gerade. Und dort findet ihr dann die Abstimmung. Also sehen wir uns dort wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und tschüss. Haut rein, Leute. Ich werde offscreen die Gegend hier mal erkunden. Und das sieht aus, als wenn es eine extrem steile Klippe sein könnte. Aber egal. Ja, wir sehen uns offscreen wieder. Offscreen? Nein. Wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Danke fürs Zusehen. Das war's. Haut rein, Leute. Euer Anonymimus.